Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge zeige ich euch, wie man mit dem E-Hi-Hat einen schönen Jazzbesen zaubert. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier ein kleines Stückchen mit dem Rhodes gemacht. Das hört sich ungefähr so an. Also eine sehr langsame Nummer. Und dazu würde ich jetzt gern so ein bisschen Rhythmus dazu bringen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das E-Hi-Hat, hier habe ich das einfach mal geladen. Das ist das Default Preset. Das hört sich so an. Ah, ich habe hier noch einen Reverb, den nehme ich jetzt einfach mal raus, kurz. So. Das, so hört sich das an. Und wenn ich das jetzt hier mal so abspiele, hört sich das, naja, nicht schön an. Wenn ich jetzt den Reverb so ein bisschen reindrehe, damit das so ein bisschen verträumter ist, ist das immer noch nicht so. So, und jetzt habe ich hier in dem E-Hi-Hat Attack und Decay. Damit das Ganze weicher klingt, mehr besenartig, schiebe ich den Attack hoch. So, und jetzt kommen wir schon in die Nähe von einem Jazzbesen. Mit dem Decay mache ich das noch ein bisschen länger und dann streicht dieser Besen wunderbar übers Fell. So, jetzt ist das aber alles so gleichmäßig und ich möchte ja, dass der Besen so unterschiedlich rhythmisch auf diesem Fell rumstreicht. Jetzt könnte ich natürlich mehrere E-Hi-Hats Spuren anlegen, ich kann aber auch Folgendes machen. Und zwar nehme ich da einen meiner Lieblingsmodulatoren, nämlich den Steps-Modulator. Ich habe hier 4 Schläge und packe den mal hier auf 4 runter. Dann sage ich hier 4 Schläge, das sind Viertelnoten, also Quarter Notes. So, und wenn ich jetzt hingehe und mein jetziges Hi-Hat hört sich so an. Ziehen wir das ein bisschen zurück. So soll das vielleicht normalerweise sich anhören. Und jetzt gucke ich mal, ich habe hier auch schon unterschiedliche Lautstärken. Die 1 ist am lautesten und 2, 3 und 4 sind am leise, oder sind etwas leiser. So, und das habe ich auch, die Velocity ist hier auch so ein bisschen aktiv, damit das nicht so heftig ist. So, ich habe jetzt das hier. Und das hier möchte ich jetzt so ein bisschen modulieren. So, und das ist mein normaler Besen. Und jetzt moduliere ich das einfach mal bis hier rüber mit dem Steps und sage, der erste Schlag soll ein bisschen lang sein. Und jetzt spiele ich das einfach so ab und während das abspielt, versuche ich jetzt so einzuzeichnen, wie ich das ganz gerne haben wollen würde. Mit Shift-Taste und Klick nehme ich das hier weg. Dann mache ich das vielleicht so. Thank you.
Reverb nochmal rein. So, und den Reverb habe ich eingestellt. Einen sehr kurzen Early Reverb, sehr lange Nachhallzeit und den Late Mix auf 50% knapp. Wenn jetzt noch in der Stereoweite, dann müsste ich aber das hier noch so ein bisschen zurücknehmen. Schlag noch ein bisschen mehr raus. Und schon haben wir einen wunderbaren Besen. Das Ganze vielleicht noch ein bisschen leiser. Ja. Das war schon aus dieser Practice Session. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abonnement da und kommentiert unter dem Video. Vielleicht habt ihr auch noch so ein paar Ideen, wie man das schön variieren kann. Man könnte jetzt natürlich noch versuchen, zusätzlich noch so ein bisschen andere Bewegung reinbringen, indem dass man jetzt mit einem zusätzlichen LFO oder mit einem anderen Step oder auch mit einem Random zusätzlich hier diese Parameter noch so ein bisschen verändert, sodass man nicht ständig den gleichen Rhythmus hat. Das ginge. Oder ich mache hier einfach mehr als 4 Steps, mache 8 Steps oder wie auch immer und mache dann so die Variation nochmal rein. So habe ich das auch immer schön kontrolliert, dass ich zum Beispiel jetzt hier lustigerweise 7 Takte das schön durchziehen kann und dass sich das nicht immer so gleich anhört. Wie gesagt, kommentiert unter dem Video, schreibt mir, wie ihr das fandet, eure Ideen dazu, wie ihr das vielleicht macht. Vielleicht habt ihr auch eigene Videos dazu gemacht. Sagt mir Bescheid, verlinkt die unter dem Video. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.